Viele Menschen da draußen wissen nach der Schule nicht, was sie machen sollen. Sie wissen nicht, ob sie studieren oder arbeiten sollen. Später, wenn sie arbeiten, wissen sie nicht, ob sie den Job nehmen sollen. Oder wenn sie in einem Job sind, wissen sie nicht, ob sie wechseln sollen oder ob sie bleiben sollen. Aber in meinem Leben war das nie ein Thema. Matthäus 6,33 sagt, trachtet vielmehr zuerst nach Gottes Reich. Und weiterhin sagt es, und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Was geht, Corey hier. Und heute, ja, muss ich ein Video rausbringen und ich habe noch kein Video gedreht. Und ich habe in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel zu tun, weil da kommt etwas bald. Und darum muss ich mich kümmern. Aber ich habe gesagt, jede Woche ein Video. Und das habe ich dieses Jahr, also jetzt ist Dezember, jetzt ist fast durch, habe ich es geschafft. Jeden Montag kommt ja noch ein Short. Das heißt, fast zwei Videos jede Woche. Aber mir fehlt ein Video diese Woche. Und deshalb möchte ich ein bisschen so über mein Leben erzählen. Und zwar davon erzählen, wie dieser Vers, Matthäus 6,33, mich durch mein Leben getragen hat. Aber bevor ich anfange, vergesst doch nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und vielleicht einen Daumen hoch zu geben. Das sagt dem YouTube-Algorithmus, hey, dieser Channel ist cool, den teilen wir auch an alle anderen Christen. Und es wäre cool, wenn ihr das machen könntet, aber dann starten wir einfach. In meinem Leben hatte ich nie ein Problem, wenn es darum geht, was mache ich beruflich, schulisch oder wie auch immer. In meinem Leben war es so, dass ich habe mein Abi gemacht und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich Sport studieren soll. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich, keine Ahnung, was ich über alles nachgedacht habe, aber ich habe einfach nur darüber nachgedacht und das gemacht, was man halt machen muss. Ja, mir mal eine Firma angeschaut, mir mal das angeschaut, mir mal ein Studium angeschaut. Also ich war nicht faul und habe nichts gemacht. Ich habe mir alles so ein bisschen angeschaut, aber ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich machen soll. Bis ein Kumpel vorbeigekommen ist und hat gesagt, hey, willst du nicht Film studieren? Dann habe ich gesagt, hey, pff, passt. Und schon sind wir weggezogen aus einer Stadt, wo ich gedacht habe, ich niemals wegziehen werde. Bin weggezogen, habe da studiert, 3 Jahre, habe da alleine gewohnt und habe studiert, etwas, was in meiner Familie einfach noch niemand gemacht hat. Und dann nach 3 Jahren war genau derselbe Punkt wieder, wo ich mir gedacht habe, wo ich so gedacht habe, ja, okay, ich muss jetzt natürlich arbeiten, weil jetzt muss ich Geld verdienen und sowas, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. So, ich habe vielleicht eine Richtung diesmal habe mir ein paar Themen wieder angeschaut, ein paar Firmen wieder angeschaut, ein paar Praktikas gemacht, aber ich wusste trotzdem nicht so wirklich, was ich tun soll, so wie ich arbeiten soll, wo ich arbeiten soll, was ich arbeiten soll. Und plötzlich kam wieder so eine Möglichkeit, dann nachdem ich da gearbeitet habe, beim Fernsehen so ein bisschen gearbeitet habe, kam halt die Möglichkeit, dass ich zu Red Bull nach Salzburg ziehe. Und das ist, erstmal ist es diesmal 700 Kilometer statt die 100 Kilometer, die ich davor weggezogen bin. Genau, und ich habe nicht wirklich viel dafür gemacht. Also wie gesagt, ich habe wieder nur ein bisschen rumgeschaut und habe ein paar Menschen, ein paar Firmen angeschrieben, aber alles hat funktioniert irgendwann. Und auch von Salzburg dann irgendwann bin ich ja dann nach München gezogen und habe da meinen Job bekommen. Und auch alles das, ohne mir einmal Sorgen machen zu müssen. Und wieso? Wegen Matthäus 6,33, wo es heißt, trachtet vielmehr zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Oder in dem anderen heißt es dann noch, und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und für mich in meinem Leben war das die Erklärung für alles, was passiert ist. Also klar, ich brauchte eine lange Zeit, um wirklich zu verstehen, so wie ist man Christ und was heißt es, Gott nachzufolgen. Aber trotzdem hatte ich immer diese Ruhe, hey, alles auf dieser Erde
ist nicht unbedingt dafür, um Arbeit zu finden, Geld zu machen, zu heiraten, Kinder zu bekommen, alt zu werden und zu sterben. Darum geht's hier in diesem Leben nicht. Und für mich persönlich ging es in meinem Leben auch nicht unbedingt darum. Auch wenn ich das alles wollte. Ich wollte natürlich Arbeit haben, Geld verdienen, heiraten, Kinder bekommen und, also ich möchte früh sterben, weil ich habe keine Lust auf Schmerzen, aber genau, das alles wollte ich für mein Leben, aber das war nicht das, was mich getrieben hat. Getrieben war der Himmel, Gottes Reich, aber nicht nur in den Himmel zu kommen, sondern alles das, was Gott möchte, alles, was Gott möchte, dass so viele wie möglich in sein Reich kommen. Also ist das, was mich treibt, doch evangelisieren. Also nicht, dass ich war jemand, ich konnte nicht auf die Straße gehen und Menschen ansprechen. Also mein Dad hat mich immer mitgenommen, gesagt, hey, komm hier, wir verteilen Traktate. Und ich war dann natürlich auch dabei und habe das dann gemacht so. Aber ich habe das nie wirklich gespürt, so dass das was Gutes ist, was ich da mache. Ich habe es zwar gemacht, weil ich es auch ein bisschen machen musste, aber es war nie was für mich. Aber dann kam ja doch die Social-Media-Zeit, wo ich dann angefangen habe, christlichen Videos und sowas Leuten von meinem Glauben zu erzählen und sowas kam natürlich erst viel, viel später. Aber das ist das, was mich getrieben hat. Es geht, in meinem Leben geht es darum, dass ich irgendwie schaffe, Gott anzubeten, Gott zu verehren, Gott nachzufolgen, Leuten, Menschen von Gott zu erzählen und sie zum Glauben zu führen, zu Gott zu führen, zu Jesus zu führen. Letztendlich seine Gerechtigkeit, so immer das Gute. Es ist vollkommen egal, wo, in welcher Situation ich gerade bin. Überall kann ich Gottes Reich mitbringen. Überall kann ich Gott mitbringen. Also egal was für ein Job, egal was für eine Schule, egal was für ein Studium, egal wo ich gerade bin in meinem Leben, ich kann mit dem, was ich tue, Gott dienen und Gott weitergeben. Und deshalb ging es mir nie darum, deshalb hatte ich auch nie ein Problem mit, wo studiere ich jetzt, wo arbeite ich jetzt, wo mache ich das, wie wird das? Weil erstens wusste ich, Gott versorgt mich. Gott versorgt mich. Es gibt den Bibelvers heute, da heißt es, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Also klar, dieser Kontext ist ein anderer, aber in der Bibel wird so oft davon geredet, dass Gott uns versorgt, wenn wir ihn darum bitten. Und daran habe ich geglaubt und daran glaube ich immer noch, weil es genau so ist. Aber wenn du dir anfängst, Sorgen zu machen und diese Sachen eine größere Gewichtung gibst, also wenn du jetzt zum Beispiel nach der Schule bist, nach dem Studium bist oder wie auch immer und du dir Sorgen machst, heißt das mit anderen Worten, du vertraust Gott nicht genug, weil du sagst, du wirst irgendwann auf der Straße leben, weil du keinen Job bekommst. Aber wenn du doch rational überlegst und an Gott glaubst, dann ist es doch klar, dass er sich um dich kümmert. Auch wenn du am Ende auf der Straße liegst, was wir nicht hoffen, wird er sich doch trotzdem um dich kümmern und dir alles geben, was du brauchst, wenn du zuerst nach seinem Himmelreich trachtest. Wenn das die Nummer 1 ist, wenn Gott Nummer 1 ist, also es heißt auch, dass alles in deinem Leben unter Gott sein soll. Und so war es in meinem Leben auch in dem Thema Arbeit und Studium und sowas. Klar, ich habe auch andere Themen gehabt, wo ich Probleme habe oder Probleme hatte und Probleme habe. Hier geht es einfach nur genau um dieses Thema, um Versorgung. Also wird Gott mich versorgen? Die Kleidung und Essen und Dinge. Ich weiß, dass jeden Tag Gott mir das gibt, was ich brauche. Auch wenn es mal schwere Zeiten ist und das Geld ein bisschen weniger ist und irgendwie und wir auf Sachen verzichten müssen oder sowas, weiß ich doch ganz klar, weil ich Vertrauen habe in Gott, dass er mir das geben wird, was ich brauche. Und ich weiß nicht, was ich brauche. Also wir denken, wir brauchen ein Haus, Frau und Kinder. Wir brauchen Arbeit, Studium, wie auch immer. Das
denken wir, dass wir das brauchen. Aber Gott weiß wirklich, was wir brauchen. Und wenn es hier in Matthäus 6,33 heißt, dass er uns alles geben wird, was wir brauchen, heißt es nicht, dass wenn wir denken, dass wir was brauchen, also wenn wir denken, oh, wir brauchen ein Auto, jetzt schenkt uns ein Auto, dass er uns ein Auto schenkt. Nein, weil vielleicht brauchen wir es gar nicht, sondern wir kommen auch ohne zurecht. Und so müssen wir unser Mindset ändern. Und so war mein Mindset auf das Thema Schule und Studium und irgendwie sowas immer. Und deshalb habe ich mir nie Sorgen machen müssen, weil ich wusste, Gott versorgt mich. Na, eine Sache zum Schluss, die ich noch mitgeben möchte, ist dieses, den ersten Teil Gott geben. Also klar, manche Gemeinden sagen immer, ja, hier 10. Teil oder 10% oder wie auch immer, bla bla bla. Aber hier geht es für mich um all dein Mindset, Gott an erste Stelle zu setzen. Also zum Beispiel, du stehst morgen auf und das Erste, was du machst, ist Gebet. Aber ich finde, es soll nicht nur die erste Minute am Tag sein, sondern die beste Minute, die beste Zeit. Weil damals im Alten Testament, wo sie noch geopfert haben und alles, haben sie immer das beste Lamm und das beste, was auch immer sie geopfert haben, geopfert für Gott. Und genau so sollen wir es auch machen. Wenn wir morgens aufstehen, geht es nicht darum, oh, das Erste, was ich mache, ist Gott anzubeten, weil meistens liegst du noch im Bett und schläfst dann wieder ein. Das macht ja auch keinen Sinn, sondern die beste Zeit, die, wo du sagst, boah, jetzt bin ich fit und bin wach und jetzt könnte ich die Zeit perfekt nutzen, um sonst was zu machen. Diese Zeit, deine beste Zeit, gibst du Gott. Und so, wenn du das mit alle machst und du musst selber jetzt gerade wissen, was dich da anspricht, wenn ich das sage, worauf du das einsetzen möchtest. Und ja, das war so der Teil meines Lebens, der nie von Sorgen geplagt wurde. Mein Leben wurde sehr geführt durch dieses Mindset, durch Matthäus 6,33. Aber ja, nicht bei jedem ist es so. Und deshalb könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, falls ihr es anders seht. Falls ihr sagt, nein, damit bin ich nicht einverstanden. Oder ja, genau, damit bin ich einverstanden, weil Gott hat das und das und das gemacht. Schreibt mir euer Zeugnis unten in die Kommentare. Und das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.